Unfug. Ja, du hast meinen Anhänger verkauft. Ja, ich habe deinen Anhänger verkauft. Und ich habe gerade den Stream kurz unterbrochen. Weil ich auf die falsche Taste... Ich muss das auf eine andere Taste legen. Das ja, ist echt... Ja, und du warst auf stumm. Ja, ich weiß. Mit Wieso? Absicht. Hatte einen Grund. Arschloch. Weil ich dem letzten Stream mitteilen musste, ja, dass wir kurz Dings. Außerdem habe ich gerade einen kurzen Break für die YouTube-Zuschauer reingesetzt, die dann nach anderthalb Stunden auch mal abschalten dürfen. Hey, wieso habe ich auf einmal nur noch 1630 Euro? Keine Ahnung. Benedikt. Ich habe dir nichts geklaut, das können die Stream-Leute auch beweisen. Ja, aber warum sind das dann wieder so? Ist aber egal. Ja, ist egal. Also, Stefan, wenn du noch da bist, schreib noch mal was. Ich hatte eine kurze Unterbrechung drin, glaube ich. Weil ich versehentlich die falsche Taste erwischt hatte. Tja. Weil ich hab Stream starten und stoppen habe ich auf F10 und Mikrofon ausschalten für Discord habe ich auf Shift F11 und das liegt so nah beieinander. Da kann man sich mal vertippen. Richtig. Passiert halt. Naja, das ist mir klar, dass es passiert. Oh, der Händler, diese Einfahrt, die ist so klein und so krüppelig, ey. Ja. Und vor allem noch so eng. Ja, die Toreinfahrt. Ja, danke schön. Ja, bitteschön. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll man denn da mit dem Mähwerk durchkommen? Ja, eigentlich ja auch nur mit einem Mähwerk auf dem Anhänger. Ja, der wurde ja verkauft. Ja. Wo ist denn dieses Scheißding, Alter? Ich könnte kotzen. Scheiße. Du hast keine Erlaubnis, in diesem Spiel Fahrzeuge oder Geräte zu verkaufen. Dann, okay, krass. Kannst du das Free Follow 25 FT mal verticken? Wenn du aussteigst, ja. Ich wollte es nämlich gerade tun, während du drin sitzt, aber das ging nicht. Dann kam die Fehlermeldung, wird gerade benutzt. Okay. Bin aus. Das Mähwerk vielleicht auch noch? Schneidwerk bitte, aber ja. Ja, ja. Jetzt gehe ich in mein MF erstmal, ne? Mach das. Ach, come on, wo bist du, Baby? Und dann fahre ich jetzt erstmal schnell zurück und gebe die Polterkabel und den Frontlader ab. Und ich glaube, ich fahre eh falsch, aber gut. Nö, bist auf einem guten Weg. Ich habe mir die Karte aufgemacht. Steht der Flug noch am Hof, der Kleine? Ja. Zu welchem Feld muss ich dann gehen? Oder ich lasse dir den Gruber und du kannst irgendwas grubern. Nee, kannst du meine Vorstellung umsetzen? Wenn du mir ordentlich zeigst, wie es gemacht werden soll, dann ja. Ja gut, es sind nur zwei oder drei Bahnen, also von daher dürfte das machbar sein für dich. Ich fahre jetzt erst zum Hof und kuppel ab. Mach das. Ich ärgere mich gerade echt unfassbar, dass ich diesen Stream unterbrochen habe. Das kotzt mich echt an. Ha! Du hast kotzt mich angesagt. Ja. Es ist Karma übrigens, das sieht man, das ist Karma.
Weißt ich du, sag mir Himmelarsch. Hm? Himmelarsch. Ja. Nee, also, nee. Das Karma ist kein Schimpfwort. Karma ist, wie soll ich sagen, ein Phänomen beziehungsweise eine Kraft, die wirkt, die alle Taten, die man selber tut, in gewisser Weise anrechnet. Hast du mir Geld gegeben? Nein. Ich habe 85.188 Euro. Hä? Hä? Guck mal bitte, ob ich überhaupt Geld habe. Bei dir, ob du siehst. Weil ich habe nämlich nichts gemacht irgendwie. Ja, du hast Geld. Kannst du mir das wegnehmen? Das irritiert mich. Nee, du müsstest es mir überweisen. Okay. Du kannst es bis auf 5.188 Euro überweisen. Wie geht das? Du musst in die Mehrspieleübersicht gehen. Ja, da bin ich. Und dann musst du auf plus 10, musst du mich auswählen und dann auf rechts auf das Geld. Geht nicht. Geht nicht? Geht nicht. Krass. Dann geht's nicht. Okay, ich hab Flug. Zu welchem Feld ich muss? 57. 57? Ja. Da ist die 56. Wo ist die 57, die alte? Unten links. Ich weiß, ich hab's gefunden. Ich bin nicht dumm. Kein Kommentar, Benedikt. Wo fährst du denn hin? Na, zu Feld 57. Alter. Wieso fährst du da lang eigentlich? Sag mir das. Ups. Den Weg habe ich nicht gesehen, den anderen. Oh Gott. Der war genau vor deiner Nase. Du hättest einfach nur geradeaus weiterfahren müssen. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ich komme. Mach Platz. Hallo, Junge, halt an. come on, Baby. Light my fire. Nein, ich verbrauche nur sinnlos Sprit. Fahr zurück, fahr zurück. Konnte man hupen. Helfer H wird durch ein Objekt blockiert. Welcher Helfer? Ich bin aus Versehen auf H gekommen. Ach krass. Sag nur. Es war 1 Euro, den ich verlor dadurch. Wow. 1 Euro. Dann drück noch 85.000. 187 Mal auf H und dann bist du dein Geld wieder los. Ja, wenn ich einmal zu viel drück, habe ich 1 Euro minus. Richtig. Das könnte ich eigentlich mal machen. Bin bei Feld 57. Gut. Nee, 58, scheiße. Das ist das Falsche. Ach, scheiße. Ha. Jetzt hatte ich bin den Gruber? Jetzt hatte ich den Gruber schon da. War auch schon dort. Nee, ich mache jetzt was anderes. Ich grubber dieses Feld jetzt nicht. Hier habe ich jetzt keinen Nerv dafür. Ah, ich wollte das ernten, richtig. Soll ich mit der 59 verbinden oder was? Nee, das ist schon verbunden. Ich komme mal kurz vorbei. Mach mal kurz im MF Platz. Nur ungern. Sekunden, ich muss noch einen Grubber singen. Flug. Ach, meine ich doch. Lalala. Okay. Völlig an der falschen Stelle. Patz, du Arschloch, voll in die Fresse. Das hätte dich getötet. Ach, hallo, Alter. Du Arsch, mach langsamer, ich komm nicht hinterher. So, Scheißbrennnessel, ist die. Hallo. Hallo. Also ganz ehrlich, das kannst du auch machen. Was halten denn, wenn wir noch einen Zuschauer haben? Was hält ihr denn davon, wenn wir vielleicht noch mal ein anderes Spiel versuchen heute Abend? Stefan, bist du eigentlich noch da? Also schaut uns eigentlich noch jemand zu?
Also ich wäre da beispielsweise fürs Winterherz oder so. Hallo? Nee, ich eher weniger. Was denn dann? ETS 2? Wir machen LS weiter. Okay. Sag ich jetzt mal. Ich hätte gesagt, so ein rundes Binterherz auf Vulkan oder so. Ach nee. Au. Ich hab dich gerade untergepflügt. Wow. Dead-Kurve, ernsthaft. Also wenn uns jetzt noch jemand zuschaut, auch vielleicht nach dieser kurzen Unterbrechung, möge er mal vielleicht noch mal was schreiben. Das wäre ziemlich cool. Ich bring dich um. Mach schneller. Den. Warum hast du was vor? Ja, ja. Dich umbringen. Ah, ich dachte, du würdest okay. Ja, Valana Miskio Counter Strike Global. The Black Yu-Yu spielt The Sims 4. Lesen The kannst Lord du auch nicht, ne? Was denn? Sag mal nochmal den ersten Namen, den du ausgesprochen hast. Belana Misiko. Ah, danke. Das Kau war das nämlich vorhin, war das nämlich falsch. The Lottie Attack. Farming Streaming Simulator. Streaming. Endlich wieder Multiplayer. Genau, ich habe nämlich den Streamer-Modus aktiviert. Ach so. Ja, Stefan ist noch da, aber er ist in der Besprechung. Alles klar. Was für eine Besprechung, Alter? Unwichtig. Das war ja dein Traktor. Ich vergaß. Machen wir mal diesen was LKW. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß ja auch nicht. Wie wär's denn mit Aufräumen? Das könntest du machen. Oh, ich und aufräumen, Alter. Das ist ja. Also wenn du damit hier Probleme hast, möchte ich nicht wissen, wie es bei dir zu Hause ist. Aufgeräumt. Fahr ich falsch hier, ne? Ich hab keine Ahnung. Och, scheiße, Alter. Och, Mann, ey. Ja, du fährst also falsch. Fick dich, Flug. Ich fahr auch gerade falsch, ne? Warum? Oh Gott. Also, ich hab hier den Sattelschlepper mit dem Raps drin und bin irgendwie auf dem Weg zum Händler. Ach stimmt, weißt du, was wir machen müssen? Findet wir müssen Fehler. Unsere Sojabohnen noch verkaufen. Wir müssen nicht, wir können. Ja, so ein bisschen Geldeinnahme halt, ne? Gibt's hier eigentlich, ist hier eigentlich auch eine Verkaufsstelle beim Gartencenter oder so? Ich bin nämlich gerade zum Händler gefahren mit meinem LKW. Naja, soll ich mir mal den einen. Oder wir haben doch zwei von diesen. Hier, wie heißt die Marke? Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Lizard. Von diesen amerikanischen Lizard, ne? Ja. Davon haben wir einen. Ach, scheiße. Den fährst du ja gerade nicht, ne? Nein. Soll ich da vielleicht noch so einen Bunker drauf tun? Also so einen großen Getreidecontainer? Da und mal noch eine Fuhre. Den hattest du dabei, den grünen. Ja, hinten dran, ich weiß. Ja, den kannst du auch tauschen. Ich meine, dass wenn dann zwei voll sind mit Sojabohnen. Ach so. Dass wir das Doppelte verkaufen. Ja, Moment. Hier müsste auf der Map irgendwo noch ein Container mit Sojabohnen rumstehen. Den müsste ich nur mal suchen. Das müsste ein schwarzer theoretisch sein. Ich kann dir auch genau sagen, wo der ist. Und zwar ist. Weil dann tue ich nämlich die Holzstämme versuchen zu verkaufen. Und dann mal. Du weißt ja, wie du die verkaufen kannst, ne? Du fährst einfach in diesen Sägewerk-Trigger rein, wenn du die hinten in dem grünen Container drin hast. Fährst du einfach in den Trigger rein und drückst Steuerung I, also quasi hier abladen, dann kippt er die einfach aus. Okay. Und zwar steht der Container bei.
Feldidels. Nirgends. Schön. Der Sägeweg. Ah, da ist der Raps. Da ist der Raps-Container, den ich gesucht habe. Der Sägewerk-Trigger ist dort. Das ist auf der 11. Auf der 11 ist das andere. Und das ist der... Kann sein, dass ich in den Trigger beim Sägewerk rückwärts rein muss, ja, ne? Ja, könnte vielleicht sein. Welcher Container ist es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich müsste die vielleicht mal zusammensuchen. Nochmal. Schau mal, ob du Geld bekommst gleich. Ich bekomme Geld, ja. Ich auch. Dann hast du was vom Mähdrescher Verkauf abgekriegt. Ich kriege auch jetzt Geld ab. Ah ja. Es will doch nicht rausfallen, die Scheiße. Die lässt aber ordentlich die Kasse klingeln. Natürlich. Ja, du viele kleine Stückchen, ne? Ja, wie viel haben wir an? Komm. Keine Ahnung, hab nicht gezählt. Also ich hab 3000 mehr. Dann habe ich wohl auch 3000 mehr. Logischerweise. Ich gehe jetzt mal diese restlichen Container zusammensammeln. Das diese eine Plattform, ne? Ja. Die mit dem Kran. Kann ich die beim Sägewerk abstellen, ja, ne? Ja. Von dem Lizard. Ja. Ja. Die stelle ich neben den. Mit der, den der, der ist drauf. Ja auch, der ist ja auch beim Sägewerk normalerweise stationiert, ne? Ach so. Ich hätte hier übrigens noch eine Mulde, ne? Also wenn du die auf den Dingens machen möchtest, hätte ich hier noch eine Mulde stehen. Ja, tu die einfach runter. Ja, ich stell die hier hin. Mit Q musst du das Ding abkuppeln. Also Container auswählen, dann Q drücken. Ja, da wird mir aber nur so rote, dieser rote Teil angezeigt. Warum? Dann fahr noch mal ein Stück nach vorne. Steig mal aus. Wo ist dein Problem? Hä? Das kann's doch nicht sein. Ja, anscheinend schon. Ich weiß ja auch nicht, was dein Problem ist. Naja. Keine Ahnung. Oh, wir haben für ein Holzstück tatsächlich 3 Euro bekommen. So viel? Ja. Ich glaube, ich weiß, welches das war. Das war so ein Stück, das war so groß wie ein Tennisball. Es lag noch in dem Container drin. Das hatte ich dann nämlich reingefeuert. Aufladen. Okay. Soll ich das dann zu... Wo war denn diese große Nachfrage? Agrasius, also beim Strohverkauf im Prinzip. Also ach, nicht ganz, aber fast. Na, mache ich erstmal. Haben wir so viel, dass 2 Mulden werden? Wir haben 77.000 Liter. Okay, da ist die große hinten schon mal voll mit... Die hat nur 45. Und ja, vorne passt der Rest rein. Passt 20, ja. Also mach deinen Zug einmal voll und dann ist gut. Ich gehe mal die restlichen Mulden einsammeln. Die sind ja so ein bisschen verschütt. Das gefällt mir nicht. Weil verschütt ist schütt. Ich bin falsch rum rausgefahren, glaube ich. Ich muss einfach mal auf die Map gucken. Ich bin das hier. Jetzt, wie gesagt, gar nichts bringt. Doch, der ist fast voll. Was hast du denn für eine Mulde gefunden? Kann ich dir gleich sagen, wenn ich sie angekuppelt habe. Hafer. Mit 33 Tonnen, nee, 34 Tonnen drin.
Eine große grüne Mulde? Ja. Na, verkauf's doch, oder? Ja, mach ich. Getreide. Sattelschlepper, Abrollkipper ist echt geil, sag ich dir. Real. Ist die relativ eng, wo ich dann jetzt reinfahre, ja, ne? Nee, der geht eigentlich. Also dürfte ich reinkommen. Ich komm mal auch zu dir. Ist zwar dort nicht der beste Preis dafür, aber Kopf hoch. Geht das Tor auch noch ein Stückchen weiter auf? Welches Tor? Wo von der Getreidevollmach. Ach nee, das ist die Abladestation. Wo bist du denn? Auf dem Hof. Ja, da musst du nicht hin. Ach so, doch, da musst du aufladen. An der Stelle. Wo ich jetzt stehe, links rein, ne? Nee, ne? Doch. Ja, also gut. Aber da ist ja das einzelne Tor und da ist dieses doppelte Tor. Ja. Du musst ins Doppelte. Also stehe ich an der richtigen Stelle oder andersrum? Sehe ich nicht. Ja, jetzt bist du richtig. Du musst über so ein Gitter drüber fahren. Und dort ist ja, der Gefülltrigger. Ja, dann kann ich auch noch schnell woanders hin abladen fahren. Was habe ich denn gerade? Ich habe Hafer. Wo ist denn der? Da. 1600. Bei Akrasius, da ist doch der beste Preis für Hafer. Ist ja krass. Kunde, was wollte ich? Nicht Sonnenblumen. Sojabohne. Ja. Ich komme mal kurz zum Hof und dann fahren wir gemeinsam dahin. Wie viel Container kannst du aufnehmen? Ein. Ah. Und da ist voll mit Hafer, ne? Ja. Warum? Weil da hättest du nämlich die restliche Sojabohnenzeug mitnehmen können. Nö, wir müssen ja nicht alles verkaufen. Es kommt ja noch. Na, wir haben noch 13.000, was weiß ich, wie viel da noch ja, übrig. Ja, gut, wir haben aber auch noch das Feld 27. Das ist auch voll mit Sojabohnen. Das ist auch erntereif. Also. Ist das groß? Ja, ne? Ja, guck auf die Karte. Dann beantwortet sich deine Frage von alleine. Ach du Scheiße. Auf diesen hinteren, ne, da geht ja übel viel drauf. Ah, ja. Über 50. Tonnen. 50? Ach, ich bin... Ach, was laber ich denn? Ja, du darfst nicht die Gesamtzahl lesen. Insgesamt sind es 63 Tonnen. Auf dem vorderen sind 18. Bist du am Hof schon? Gleich. Geht eigentlich an den IT-Runner noch einer dran? Ja, keine Ahnung. Nein. An den Kleinen nicht. So, ich bin da. Muss ich jetzt wieder umdrehen? Ja, darfst du. Ist ja nicht schlimm. Aber der Sound ist echt geil von dem, oder? Ja. Stimmst du mir zu? Guck mal, meine sieht doch auch irgendwie bescheuert aus, ne? Das sieht richtig bescheuert aus. Ich weiß, ist aber lustig, so zu fahren. So, wie fahren wir denn am besten? Ja. Ja, fahren wir so. Ja, weil ich wäre jetzt nämlich schon nicht mehr rumgekommen nach links. Ja, das ist vielleicht keine gute Idee, hier durchzufahren. Für dich jedenfalls. Ich merk's. Vor allem, weil es danach so sehr rechts um die Kurve geht. Also, fahr besser außen rum. Mach ich auch. Hast du den eigentlich mal von innen angeguckt? Ja, der ist saugeil. Der hat auch IC-Steuerung. Nur der kommt nicht so richtig aus dem Arsch mit 63 Tonnen. Echt? Trotz 950 PS? Na, ich fahre jetzt 40 nur. Ich fahre auch nur 40. Ich stehe voll auf dem Gas. Ich auch. Ja. Vor allem fährt er noch falsch, ne? Wir müssen da nach links. Die folgende Passage dürfte für dich sehr interessant sein. Sind wir jetzt schon gleich da? Nee, ne? Nein. Ach du Scheiße. Das ist das Geile an der Map. Es gibt hier im Prinzip keine wirklich zusammenhängende Straße. Also keine zusammenhängenden Feldwege. Aber dein Gespann sieht echt cool aus.
Ach, das ist fast wie bei Jakob, ne? Ich sitze in dem LKW drin. Das ist. Da kommen Gefühle auf. Im Agro-Truck. Echt? Bei dem Jakob, mit dem wir gezockt haben, oder mit jemand Ja. anderem? Namen Nee, sind jetzt in dem Fall egal bei ihm. Sekunde, halt mal an, bitte. Ich trinke mal einen Schluck. Ich auch. Trinken ist ja wichtig. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Boah, das war echt knapp. Ja, ich bin so richtig knapp an dir. Nee, das meinte ich nicht. Ich hätte mich fast verschluckt um einen wirklich einen Tropfen mehr. Ich hätte mich verschluckt. Ich konnte es gerade noch so in den anderen Kanal umleiten. Oh, Alter. Muss ich jetzt irgendwo rückwärts ranfahren? Nein. Hier ist die Waage, dann müssen wir drüber. Zweimal. Was habe ich? 36,6 Tonnen habe ich. Ich stehe jetzt nur mit dem hier drauf. Ja. Ich habe so Plus acht. Stützlast vom Hänger. Ja, der steht noch nicht mehr drauf, ne? Stützlast. Wie bitte? Stützlast. Schon mal gehört? Nee. Du hast einen Zentralachshänger. Das heißt, du hast auch über die Deichsel Stützlast auf deine Hinterachse. Ja. Würdest du jetzt einen Drehschemelanhänger fahren, hättest du keine Stützlast. Und Weil beim. insgesamt wiege ich Mister nicht. Ne, ich habe jetzt nur den LKW mit Mulde. Das sind 48,5 Tonnen. Okay. Also 48,5. Und Schon mal der 8,5 Tonnen Trailer. überladen. Und der Rest hinten dran sind. Ich erkenne es nicht. Scheiße, der Trailer ist zu hoch. Steigen wir mal schnell ab. Ja, ich mach mal den Deckel auf. Andere 21,3 Tonnen. Was? Ach, Einmal vergesse. 48 und jetzt warte. Ach, du stehst da. Jetzt muss ich erstmal wieder rumkommen. Warte, ich fahr weg. Ne, geht schon. Achso, du musst sowieso erstmal da rumkommen. Und du darfst gleich nochmal da rumfahren. Da ist der Abladetrigger. Müssen wir auch noch mal Leergewicht machen? Ja. Einfach Steuerung I, ne? Nee, I. Einfach nur I. Weil es ist ein Kipptrigger. Wo hupt man? Ich hab's auf 0 gelegt. Normalerweise ist es auf 0. Also auf der normalen 0. Also du quasi. Auf was? Auf der 0. Könnte man Musik mitmachen. So, wo ist mein Taschenrechner? Also. Toll, mein Licht reicht nicht. Really. 36.006. Quatsch. 36.607 minus 19.640 macht 16.967 Kilogramm Hafer. Darf ich fragen, was du jetzt ausgerechnet hast? Das Gewicht der Ladung, die ich hatte. Okay, kannst du das bei mir auch machen? Das Gewicht Ja. der Ladung bei mir waren 63 Tonnen. Ja. Warte, jetzt muss ich hier erstmal drüber kommen irgendwie. Das nicht, das ist zu eng. Und dann das Leergewicht mit beiden auf der Waage oder nur ein LKW und dann Anhänger? Leergewicht gesamt. Sollte die Frage beantworten. Ich muss mal gucken, was du zurechtfährst. Siehst du das da? Warte, ich gehe mal auf Das den kann Bügel. aber nicht sein. Warte mal, ich fahre noch mal kurz zurück. Da Der muss sind wir ordentlich gerade. draufstehen.
Also für LKW mit Anhänger ist es hier echt zu eng. Wie viel hat ein LKW-Leergewicht? 25.291 plus Stützlastanhänger. Und das zusammen? Da steht immer noch 25.291. Na, vielleicht kann der nur eins wiegen. Und Anhänger? 5.579. Okay, ungefähr 30 Tonnen, ne? Ja, das wären 33 Tonnen Ladung. Warte, ich stehe da. Ja, das ist ja nicht schlimm. Hast du es noch gesehen? Ja. So. Also mit Anhänger hier ist nicht schön. Nee. Bei mir geht's ja, ich kann ja 900 Grad einlenken. Wobei es mit dem Sattelschlepper hier ehrlich gesagt noch geht, ne? Also ich komme hier noch sehr zivilisiert durch. Bei dir wird's dann schon nicht kriminell. Ich kurbel halt die ganze Zeit mit dem Lenkrad, ne? Ja. Ach so, du fährst ja Lenkrad, das habe ich schon wieder vergessen. Was hat er sich denn jetzt hin verpisst? Ach so. Ich fahre den Container dahin zurückbringen, wo er herkam. Zum Containerverleih. Also zur Containerstation, in dem Sinn, beim Sägewerk. Alter, ich fahre über 90, bin ich eben diese Blinker. Es macht halt Spaß, mit dem zu fahren hier. Echt? Ja. Wegen dem Turbolader? Nicht nur wegen dem. Er hat halt einen Wendekreis wie nichts. Ja. Aber man muss es halt ausholen können dann, ne? Ja, klar. Sonst kannst du den vergessen. Ist mit dem Sattelschlepper aber nicht anders. Ich stelle meine Container hier auch ab, ne? Ja, ich räume die dann wieder weg. Hm? Und gehören die eigentlich hin? In die Hallen. Ach so. Aber das mache ich, wenn ich eine ruhige Minute habe. Du kannst sie doch aber eigentlich hier stehen lassen, weil ich weiß, wo sie... Im Prinzip ja. Ich gehe mal weiter die restlichen Container einsammeln. Kannst ja mitkommen. Ja, ich lade erst mal ab. Wartest ja, ich du? Warte mal. Ich will mir das angucken. Oh, fick dich doch, diese scheiß Tasten. Setz mich mal in den Kran. Und beobachte das mal. Von oben. Ich bin gespannt, ob... Nein. Ach, ja. Schade. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn du jetzt den falschen hättest. Das funktioniert ja eigentlich nicht, oder? Was? Den Fall. Nein, du musst den Container abkuppeln. Und dann den Anhänger. Ach, den Hänger müsste ich ja mal abkuppeln jetzt. Dass du den reicht's roten, nicht. Dass du die rote Mulde abkuppelst, ja. Dafür musst du den Hänger abkuppeln. Du steckst fest. Jetzt nicht mehr. Die kann ich doch eigentlich mal schnell hier so stehen lassen. Ja, ich kuppel den ja eh wieder an. Ja, kannst du. Wieso nimmst du den mit? Den brauchst du nicht. Du kannst mit dem LKW alleine fahren. Oh, geil. Hallo, geh runter, Junge. Du musst den LKW auswählen, damit... Ich weiß, ich hab's auch hingekriegt jetzt. Abrollkippen ist irgendwie schon geil, oder? Ja. Ich hab mich immer gewundert. Hä, was lädt denn der für Videos hoch? Abrollkipper? Hä, wieso lässt er mich nicht abkuppeln? Weil du den Container auswählen musst. Ja, da kommt wieder rot. Es reicht. Es reicht. Raus. Hä? Irgendeinen Fehler mache ich. Ich hab keine Ahnung, was du meinst.
Du musst auf Q drücken oder auf Abkuppeln oder so oder keine Ahnung. Ja. Aber erst muss ich noch den Anhänger ordentlich einpacken. Vorher fahre ich nicht weiter. Ja, warte, nee, ich mach das. Lass den stehen. Ich mach das. Nee, lass es. Ich bin schneller. Geh weg. Ja, ist ja gut. Warst du ja noch daneben dort? Lass ihn stehen. Ich komme da besser dran. Kuppel ihn ab. Lass das mal den Papa machen. Du müsstest halt da wegfahren. Ja, dann lass mich zurück. Da kann ich mir die IC-Steuerung mal in Europa angucken. Okay. Fenster runter. Siehst das F-Weiz. Fronthydraulik sichtbar. Ach, der hat die also doch. Krass. Heckhydraulik verstecken. Scheiße. Oh, verkackt. Ich muss mal kurz rausgehen, weil ich in meinen anderen Bildschirm geklickt habe. Und dann kommt immer die Maus rein. Oh, nee. So. Scheiße. Ich bin aber wieder. Du kannst ja mal die IC-Steuerung. Werde ich mal tun, was der so kann. Du kannst die Fensterscheiben machen, du kannst die Hydraulik machen. Ja. Och, dass wenn die Erntemaschine voll ist, ne, dass du da den Anhänger auf einem Anhänger entladen kannst, ne? Also das wusste ich noch nicht. Wow, ich auch nicht. Diese Tipps sind echt unnötig. Haben wir die Nachfrage nicht gestillt? Aber ich hab's wiederbekommen, das eben. Die Nachfrage ist unbegrenzt. Also die geht ja auf Zeit, nicht auf Menge. Ach so. Also wir könnten so viel ernten, wie wir wollten, in dem Zeitfenster von, was weiß ich, wie vielen Stunden, ich glaube 10 Stunden oder so, können wir dazu viel abladen, wie wir wollen. Wieder, ey. Ich bin wieder aus Versehen in meinen anderen Bildschirm gekommen. Was machst denn du? Was ich mache? Ja. Ich warte. Ja, okay. Auf dich. Ja, ich komme gleich wieder. Ich schiebe mir jetzt mein Discord, kann da ja bleiben. Ach, ich muss einfach aufpassen besser. Haben wir noch irgendwas, was verkauft werden kann? Nee, ne? Nee. Haben wir noch irgendwas, was geerntet werden muss? Ja. Wir haben ja jetzt noch genug Zeit. Wir haben ja große Drescher. Ich mach gerade, falls das Spiel nicht stockt, mache ich gerade so ein bisschen LKW-Porn. A la JP Performance. Oh, ey, beste Marke JP, ne? Also nichts für ihn, aber... Ja, wollen wir dann noch ein bisschen ernten? Können wir tun. Aber halt gleiche Felder, wenn dann mal. Ist ja mal langweilig, wenn du dann alleine da bist und dann... Komm, fährst du vorne weg? Ja, ich komme. Du begleitest mich ja, ne? Auf meiner Tour. Ja. Gut. Aber immer schön blinken. Ich muss Außenansicht fahren mit der Karre. Und rückwärts musst du auch fahren. Mhm. Das habe ich gesehen, also mitbekommen, ohne dass du halt. Ja, weil ich nicht mehr hinter dir war. Komm. Warnblinker, geh aus. Sag's doch. Ah, weil ich deinen Rückfahrpiepser sehr weit höre. Hast du wieder gehört? Ja. Ich bin auf deine Reaktion gespannt, wenn du diese Straße hier langfährst. Müsste ich das im Spiegel mal beobachten.
360. Ich gebe dir einen Tipp, nicht so stark einschlagen. Ich habe kaum eingelenkt, ich bin voll rumgerutscht. Dann kommst du da auch ohne Einschlag in die Leitplanke vernünftig rum. Komm, fahr zu. Auf welche Reaktion bist du denn gespannt? Nee, die Stelle ist schon vorbei. Haben wir ein großes Feld, so wie 1 oder sowas geerntet werden muss? Wir haben 1 und 16, also 2 dieser Sorte. Falls es dich interessiert. Die ganze 1. Und die ganze 16. Benedikt? Hm. Weißt du, was wir machen könnten? Nein, nicht jetzt. Das habe ich dir am Anfang aber auch gesagt. Oh, schade. Hab ich keine. Da habe ich jetzt echt keine Lust für. Ah, da ist der eine Container, der von uns vom Hof ist. Der ist nämlich ein schwarzer. Der war vom Hof, den könnte ich theoretisch zum Hof bringen. Ja, rein praktisch könntest du mich mal zum anderen fahren. Ja. Der steht... Genau, bei Feld 3 steht der. Fährst du mit hin, oder? Ja. 18.580 Liter Weizen habe ich da drin. Oh, der wird hier stehen, sage ich dir. Das ist nämlich eine Mulde. Die ist auch vom Hof, weil die ist auch schwarz. Schwarze Container gehören zum Hof. Bunte Container gehören zur Containerstation. Oder zum Lohnunternehmen. Ja. Da ist Raps oder so drin. Richtig. Oh, fick dich doch. Ist das schön. Ist das schön. Da sind 7 Tonnen Raps drin. Mhm. Ich hab im Übrigen genau 8 Sekunden Verzögerung drin. Ich hol dich wieder ein mit meinen 950 PS. Ja. Ich kann nur einen Container mitnehmen, ne? Ja. Ich weiß. Bremsen ist das Zauberwort. Bremsen ist das Pedal in der Mitte. Nein, ich hab's auf die Kupplung gelegt. Also mein Bremspedal ist links. Mein Bremspedal ist zu fest dafür. Also wenn du da drauf tritt, kommst du gleich auf den Widerstand und das ist nicht schön. Ah, das so ist halt eine echte Bremse, aber leider mal. Ja. Ja. Beim G27 war es so, ne? Da war die Bremse wie die Kupplung. Das ist schlecht. Also im echten Auto, ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, ist die Bremse sehr fest. Du hast so ein bisschen leicht und dann auf einmal zack, kommst du auf den Widerstand. Also wenn du die Bremse, das Bremspedal im Auto ganz durchdrücken kannst, ist irgendwas kaputt. Nee, das war beim anderen Lenkrad geht das. Ja, ja, nee, aber wenn es im Auto so ist. Nee, da geht das nicht, da habe ich es einmal probiert. Nur bei unserem Jeep, den wir haben, der hat Automatik, ne? Da geht's Bremspedal, da hast du ganz schön viel Spiel dazwischen, aber dann kommst du auch auf so einen festen Widerstand. Wahrscheinlich, weil das auch mechanische Bremsen sind. Ja, kann sein. Das ist total. Der hat auch kein ABS oder so. Macht den Winter Spaß. Och nee, das hätte ich jetzt gar nicht so gesagt, ne?
So ohne ABS im Winter rumzufahren ist echt geil. Mit der Karre fahre ich mit meinem Opa im Winter über die Feldwegbekloppten. Wir fahren dahin, wo niemand hinkommt. Ach, scheiße. Weil das Ding hat so Stollenbereifung. Und ungefähr so einen halben Meter Bodenfreiheit. Und das macht halt Spaß dann. Ja. Wartest du? Ich fahre nur auf die andere Seite den Container abladen. Ich komme auch. Ja, ja, ja. Okay, ich weiß, was ich mache. Ich rangiere jetzt hier, fahre hier mal rein. Wenn ich da reinkomme überhaupt. Oder auch nicht. Boah, geil, habe ich viel Platz hier zum Arbeiten, ey. Hopp, sogar ich mit dem Sattelschlepper komme hier besser klar. Auf gut Deutsch heißt das so viel wie du kannst gar nichts. Nee. Ach. Oh krass, ich sehe gerade, Stefan hostet mich. Danke für den Host, Stefan. Echt freundlich. Wer ist denn Jannemann überhaupt? Wer ist denn überhaupt Jannemann in unserer Konversation? Der Mensch mit der verbotenen Stimme. Okay. Ich komme. Ja, komm. Moment, hier müsste. Es müsste theoretisch noch irgendwo ein Container sein. Theoretisch. Praktisch ist das wieder was ganz anderes. Ich hoste Stefan nämlich auch immer dann, wenn bei mir gerade nichts läuft. Ein Container steht da noch. Willst du den holen? Wir können an sich mal die Container aufräumen. Also, wenn du verstehst, was ich meine, auf die ganzen Hallen aufteilen. Ja. Nee, mach ich selber. Ach so. Ja, du kannst ihn auch holen gehen, weil dann fahre ich zum Sägewerk. Dann fahr du zum Sägewerk, dann gehe ich den Container. Oder ich fahr dir hinterher, das kann ich auch machen. Gut, dann kann ich noch ein bisschen über dein Fahrstil lachen und lästern. Das wäre auch eine Variante. Ich glaube, die würde unsere Zuschauer auch sehr glücklich machen. Dass ich dich gleich anschiebe, oder was? Nein. Dass du gleich aus der Kurve fliegst. Ja, vielleicht findet der ein oder andere so zu dir. Das ist echt cool, Stefan. Danke dir. Echt danke. 1 Euro Lohnzahlungen. Wahnsinn, du hast wirklich geschafft, 1 Euro an Lohnzahlungen auszugeben. Danke dafür. Da hast du mir auch gerade in der letzten Runde einen Schubs verpasst. Ich hatte eben über 2... Hallo, ich hatte eben über 200.000 Euro noch, ne? Hä? Ich hab so gar nichts mehr. Keine Ahnung. Wo ist denn das hin? Das Spiel ist komisch. Och. War das ein Baum oder war das ein Baum? Es war deine Arschkimme. Halt. Rechts oder links? Links. Ich könnte du ja blinkst nicht. Ich könnte blinken, es geht aber, es geht dich aber einen Scheißdreck an, wo ich hinfahre. Scheiß, Alter. Geh weg. Ich weiß ganz genau, was du vorhattest. Kannst es ja immer noch probieren. Noch habe ich den Container nicht. Come
Come on, baby. Light my fire. Ist auch so ein bisschen Allradantrieb, wäre nicht schlecht. Fahr doch mal zu, Alter. Ich versuche gerade was rauszufinden, ob wir noch irgendwo einen Container haben. Ja, also ich habe einen gefunden gerade. Der ist relativ schwarz. Du stehst neben mir. Ich habe aufgeladen. Schande, ich habe versucht, dich wieder zurückzusetzen, aber es ging nicht. Es gab Stroh. Es war Stroh 22 Tonnen drinne. Nein. Was denn dann? Roggen. Ja, stimmt. Ist noch ein Container auf der Map? Nein. Was denn? Nee, nur so, ich hab was im Hals. Aber wir könnten noch ein paar Bäumchen wegmachen, theoretisch. Praktisch. Na dann. Hör zu. Dann lade ich dir hier jetzt den Container ab und ich baue den Aufbau für das Ding drauf. Den Greifer. Oder, nee, oder wir. Oh, ich weiß nicht. Junge, du nimmst jetzt den Container mit. Ich häng den jetzt extra ab. Ja, mach das. Habe ich kein Problem mit. Herzlich willkommen im Hakenlift, im landwirtschaftlichen Hakenlift-Simulator. Quasi. Ich baue dann jetzt hier den Dings drauf, ne? Ja. Fahre ich richtig? Ja, ne? Ja. Das müsstest du langsam wissen. Sägewerk, wo bist du, du Wichser? Hier glaube ich nicht. Oh Mann, du warst jetzt heute wirklich schon fünfmal dort. Ach so, ja, jetzt habe ich es gefunden. Ach Gott, ey. Mann. Ist echt schwer vom Begriff, ne? Junge, ich habe ewig lang kein LS mehr gezockt. Trotzdem, nachdem man jetzt fünfmal am Ort gewesen sein sollte, gewesen ist, sollte man wissen, wo er ist. Oder? Nein. Doch. Oh. Wollen wir ganze Stämme oder wollen wir nur Stückchen holen? Wir probieren es mal mit ganzen Stämmen. Tatsächlich. Dann nehme ich nämlich noch auf dem Hänger dann die Rungen mit. Ja? Ja. Und du könntest noch einen Traktor mitbringen. Ich bin schon wieder ein bisschen verkehrt gefahren, das macht aber nichts. Ich muss jetzt nur noch den Anhänger finden, wo du den hingepackt hast. Welchen Anhänger? Den kleinen Edge Runner. Ach, da. Ey, ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, du hast den doch da irgendwo hingestellt, aber das muss ich sofort wieder revidieren, weil das wäre eine Falschaussage. Ich kann ja auch noch den Dings mitbringen, die Baumstumpffräse, aber das sähe dann falsch aus. Das sähe dann wirklich falsch aus. Nee, ich komme gleich. Was wir vorhaben, geht eigentlich mit Kettensäge. Die Baumstümpfe kann ich dann ja selber irgendwann wegfräsen. Wenn ich die Zeit habe. Also quasi bringst morgen. Du den MF mit oder einen anderen Traktor? Wozu brauchst du einen Traktor? Zum Aufladen. Weil wir doch am Stück laden wollen und wir haben doch nur einen Kran. Ich komme. Warte einfach die Zeit ab. Pass auf, jetzt bringt der auch noch so ein Kran-Ding mit. Wo bist du eigentlich? Sägewerk. Wir müssten mal noch einen Platz finden, wo wir Bäume wegmachen könnten.
Ich wäre dafür im Wald vielleicht, ne? Ah, stimmt. Wir haben ja auch sowas wie Wald. Da sind Fichten, weil mit Fichten geht's am besten, sage ich dir. Du könntest auch den Hacker noch mitnehmen vielleicht oder so. Nein. Nicht? Nein. Ach, der hat seinen Platz. Der Hacker arbeitet dort, wo er ist, und zwar stationär. Er hat aber Reifen. Ja. Weil der Stationär-Hacker hat mir, klaut mir unfreundlicherweise einen Arbeitsschritt. Der verkauft die Hackschnitzel nämlich direkt ans Sägewerk. Ich dachte, er könnte aufladen, tut er aber nicht. Ich dachte, er speichert die Scheiße. Ja, ich auch. Scheißdreck war's. Ja, Nö, stattdessen scheißt er dir Geld aus, aber gut. Kommst du? Ja, Moment, in welchen Wald fahren wir eigentlich? Das weiß ich nicht, das entscheidest du. Wow. Hast du auch einen Dreiachser im IT-Runner? Ja. Der steht auch beim Sägewerk. Beim Case Optum steht der. Ach so, ja. Der hat den angehängt, also... Aber das sähe falsch aus an dem LKW. Jein. Kommst du? Ich fahr jetzt runter auf die Straße. Ja, ja, ich bin im Prinzip da. Nur halt noch nicht so ganz. Sondern nur so fast. Ich warte auf dich. Ja. Warte, in welchen Wald fahren wir jetzt eigentlich? Nee, bei der 52 vielleicht da hinten. Ja, können wir. Wir fahren in den Wald. Du musst beim Lohnunternehmen links rauffahren. Ich komme. Ich hab's gesehen. Ich war mir nicht sicher, also nur zur Sicherheit. Deswegen. Ich bin beim Lohnunternehmen. Ja. Ich auch. Du kannst weiterfahren. Wir müssen uns hier erstmal eine Schneise suchen, wo wir rein können. Die ist da. Fahr einfach weiter. Ich gehe da nach links. Und mach mich hier ein bisschen breit. Weil hier ist nämlich ein Platz. Bei mir nicht. Ha, 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 ha. Du kommst wieder auf die Straße, wenn du weiterfährst, ne? Ja. Ja, ich mach mal hier ein bisschen. Na, obwohl hier oben an der Straße ist auch ein Plätzchen. Aber da muss ich rumdrehen, dass ich da stehen kann. Dann dreh um. Du kannst den Anhänger ja auch... Ja. Abstellen. Ja. Dann kommt mal her, ihr Bäumchen. Hörst du mein Piepsen? Nein. Der LKW müsste doch, noch zuschaltbar. Doch, ich höre dich. Der LKW müsste noch zuschaltbaren Allradantrieb haben. Wenn du meinst. Ja, meine ich nicht, nur ist so. Oh wow, ich liebe es, diese Bäume, die nicht umfallen. Oh wow, ich liebe diese Büsche, wo du eng bleibst drinnen. Jetzt fällt er um. Nicht. Alter, ernsthaft, warum? Doch zum Kotzen, Mann. Hast du überhaupt eine Station, wo du aufladen kannst ordentlich? Eine Station, wo ich aufladen kann? Ich meine jetzt hier, wo du noch was reinlegen kannst an Holz. Nee, ne? Hä? Na, umladen, wenn deine Rungen voll sind. Was machst du dann? Dann fahre ich leer machen. Du kannst auch zu mir kommen. Ich habe 2 Anhänger. Ja, könnte ich auch tun. Ich gehe aber jetzt erstmal hier ein bisschen Holz machen.
Ich hasse diese Fichten, die nicht umfallen wollen. Echt, fallen die bei dir auch nicht um? Nein. Das ist echt zum Kotzen. Ich fahre mit dem LKW immer dagegen. Ja, ich dann jetzt auch gleich. Scheiße, jetzt hängt die auf dem LKW drauf. Scheiße, jetzt auf dem Kran. Mann, ey, das geht's doch nicht. Okay, das kriege ich hin. Tick. Kannst du mal kurz kommen, bitte? Nein. Scheiße. Tick. Okay. Dich Arschloch kriege ich runter da. Alter, ich bin dagegen gefahren, gegen zwei Bäume und die stehen immer noch. Ich versuche sie von meinem LKW-Dach runter zu bekommen. Jetzt fällt er endlich. Verbrauchst du auch so viel Diesel? Nö. So. Endlich geschafft. Das ist aber nur eine kleine Fichte, die ich habe. Ich habe eine große. Ne, ich habe zwei große und eine kleine. Gott, ist die lang. Alter. Erstmal klein schneiden. Dieses letzte Stückchen immer, ne? Da könnte ich jetzt schon wieder kotzen. Hoffentlich kriegt er das ausgeglichen hier mit seinen Kranstützen. Ich sage nein. Nein, kriegt er auch nicht. Würde mich wundern. Die Stützen sind außerdem so kurz, dass sie nicht mehr auf den Boden reichen. Falls doch, aufgefallen sie. Ist. Echt? Fast. Den kann ich jetzt nicht... Ne, den kann ich jetzt nicht mehr tragen. Kann ich den noch tragen? Ja... Kann ich den noch tragen? Ja. Kann ich den noch tragen? Nee. Gehen wir mal in die Kranansicht. Also meine Stützen reichen niemals bis auf den Boden. Das würde mich aber auch, hätte mich aber auch wirklich sehr gewundert. Ich glaube, den kann ich hier auch noch tragen. Nee, Objekt zu schwer. Scheiße. Lässt du den Motor vom LKW auch laufen nebenbei? Ja. Sonst wäre es ja unrealistisch. Schon mal darüber nachgedacht? Ja. Aber das Dumme ist, wie sich die Zange dann immer verbiegt manchmal, ne? Ja. Diese Zangenphysik ist echt... echter Rotz. Ja. Also wenn die bei Giants eins nicht geschissen kriegen, dann ist es eine anständige Physik, die man benutzen kann. Das scheint denen wohl wirklich ein Fremdwort zu sein. Weil das liegt ja, dass die Physik scheiße ist, liegt ja nicht am Mod. Das liegt ja am Spiel, an den Entwicklern. Das ist das Problem.
Nee. Dieser Baumstamm ist so verkrüppelt da drin in der Zange gerade, ne? Außerdem hängt meine Zange schief. Wusstest du eigentlich, dass ich es mittlerweile geschafft habe, flüssige Kranbewegungen hinzukriegen? Ja, bei mir wird's auch so langsam. Weißt du, woran das liegt? Woran? Weil ich mit Tastatur und Maus gleichzeitig steuere. Weil ich die Funktionen, die auf der rechten Maustaste liegen, wie Knickarm und Ich komme gleich wieder, Sekunde. Ja. Und Bäh. Also wirklich, wer den Biobels Holzcontainer noch nicht kennt, der sollte sich den wirklich mal anschauen, weil das ist ein cooles Teil. Mit dem kann man auch wirklich recht anständig arbeiten. Entasten. Und ich glaube, das reicht, wenn wir den in zwei Stücke schneiden. Wie lang ist der größte, den wir hier jetzt hatten? So, genau, machen wir. Bin wieder da. Schön. Okay. Ich schneide den in drei Stücke. Mein Stamm war relativ klein und krüppelig. Jetzt wollen wir mal so ein dickes Gerät nehmen. Och, hör auf. Schade, die ich war zu langsam, sonst hätte ich die erste Pointe schon benutzt. Das wäre dann eine Beleidigung gewesen. Die erste Pointe wäre eine Beleidigung gewesen für dich. Arschloch. Jetzt könnte ich antworten, sagt selbiges. Also im Moment leckt's wie Sau bei mir. Stamm bleibt da. Das dürfte ungefähr die Länge sein. Wie viele Stämme hast du schon gemacht, jetzt aufgeladen? Warte, kann ich dir gleich sagen. Hast du noch was davon gehört, dass mit dem Landwirtschaftssimulator, wo man was riecht dabei? Ja. Und? Wie viel kostet denn sowas? Du darfst nur mit ungefähr 1200 Euro rechnen. So viel. Haben diese noch alle? Ja. Sag bitte ja. Ja, haben sie. Das kauft niemand. Oder? Das kostet weniger, keine Ahnung. Den genauen Preis habe ich nicht gefunden. Ich habe mich nur auf der Herstellerseite umgeguckt. Und da waren ähnliche Systeme mit etwa so viel notiert. Man darf nicht so schnell laufen mit dem Stamm in der Hand. Ja, sonst fällt er die runter. Da hätten sie aber auch dran arbeiten können noch. Ich sag doch, das ist das Greifding ist zwar schön, dass es gibt, nur es ist richtig scheiße gemacht. Das dürfen auch ruhig die Entwickler hören. Ja, deswegen spielen es ja die Leute. Damit man Verbesserungsvorschläge anbringen kann. Also ich hätte schon ganz viele. Ich auch. Sie könnten auch statt ModHub, ne? Könnten sie viele, die sich welche installieren, zum Beispiel ein Unbug
Oder sowas wie hier, ne? Ja. IT-Runner könnte seit Anfang drinne sein. Oder nicht? Nee. Es ist ja im Prinzip so, die Mods, die entstehen, entstehen ja auf Grundlage dessen, nicht weil die schon vorher in Planung sind, sondern weil sich da jemand gedacht hat, Mensch, das braucht das Spiel. Ich möchte jetzt gerne gegen dich sprechen, aber ich finde, das braucht das Spiel wirklich, sowas. Ja, und das sind eben die Leute, die sich das eben denken, wenn das Spiel schon draußen ist, weil auf sowas kommen die Entwickler nicht. Und, doch würden sie schon. Nein. Wenn sie Menschen befragen würden, was würden sie gerne drinne haben? Das weiß ja dann noch keiner, weil da noch keiner die Möglichkeiten von dem Spiel kennt. Und deswegen läuft es dann im Prinzip so, wenn du, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Da muss ich rausfahren oder was? Nehme ich noch einen anderen Stamm. Wenn du... Wenn du eine Idee hast für eine Sache, die du machen willst und du kennst das Spiel halt noch nicht, dann kannst du die halt schlecht weitergeben. Weißt du? Deswegen müssten Testversionen oder Demos ausgeteilt werden. Nicht nur, dass die großen YouTuber von Giants immer am Anfang gleich, wenn das Spiel meinetwegen zwei Monate später rauskommt und die schon komischerweise dann haben, das könnten sie auch mal abschaffen. Im Landwirtschaftssimulator 2013 gab es noch eine Demo-Version, die für alle zugänglich war. Mittlerweile ist sowas ein Fremdwort. Ich würde mal sagen, wir machen dann auch irgendwann mal Schluss, ne? Ja. Ich muss nämlich auch relativ früh stehen, dass ich noch ein bisschen Holz fahren kann. Also jetzt heute früh? Ja, heute früh. Es ist schon Montag. Wo bist du eigentlich gerade? Ach, da oben. Ja. Oh, scheiße. Ich komme nicht so relativ gut an mit dem Kran. Weil das alles so musch ist halt, ne? Ja. Ganz ehrlich, da finde ich die Steuerung von Giants besser. Ich meine nämlich, die Steuerung ist so ein bisschen anders, ne? Die ist ganz anders hier. Oh, scheiße, fast umgeschmissen. Halt an. Ja, die Stützen sind ja auch richtig plagiat, ey. Ja, echt? Ja. Wovon? Ich kann mit denen rumfahren. Wo bist denn du? Auf der Map. Also ganz ehrlich, ne? Ich finde die Forstgeräte, die im Spiel sind, außer am Ponzo Scorpion King, besser. Buffalo meine ich. Den Buffalo finde ich scheiße, aber sonst finde ich sie eigentlich ganz geil, die Forstgeräte. Nur der Witz ist, ich raste auch gleich aus. Kriegst du Hautausschlag? Ja. Mit diesem Kran kriege ich Hautausschlag, ganz ehrlich. Ich krieg Hautausschlag mit dem originalen Rückewagen, mit dem kleinen. Mit dem Stepper. Oh, sie. Der macht mich wahnsinnig. Das Ding hier macht mich wahnsinnig, in der Tat. Ich guck mal kurz. Habe ich wieder geparkt. So leid es mir tut und so viel Arbeit das auch ist mit den Geräten, ich komme lieber mit dem Frontlader klar.
ganz ehrlich. Na ja, dann mach so, wie du am besten klar kommst. Mach ich auch. Ich beschwere mich ja nicht. Ich komme mit dem Kran gut klar. Weil ich die Steuerung aus dem 15 halt gewöhnt bin. Weil das ist genau die Steuerung, wie sie im 15 auch drin war. Ja, ich hatte den nicht im 15er. Echt? Nein. Da hast du nichts verpasst. Das ist mit der erste LS, wo ich Mods drin habe. Also ich bin... Ich will ehrlich sein. Der 15er war... Ja. Bescheiden. Ja, sehr. Das ist eine ziemlich... Ich hatte gar keine Mods in meinem... Im LS bis dieses Jahr, ne? Echt? Ganz ehrlich. Keine Mods, nix. Also, ich weiß nicht, was ich vom 15er halten soll. Der 15er ist, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn man so will, tatsächlich. Da mögen mir jetzt viele Leute widersprechen wollen, aber... Es war wirklich so. Woher willst du das wissen? Du hattest ihn nicht. Ich hatte den 15er. Guck dir das YouTube-Video mal an. Ich hab gesagt, ich habe nur ohne Mods gespielt. Nee, du hast vorhin gesagt, also, ich hab gesagt, das ist die Steuerung wie aus dem 15er. Dann hast du gesagt, ich hatte den 15er nicht. Ich hatte diesen Mod nicht. Nee, das... Ach, du meinst gesagt, die Steuerung von den Kran aus dem 15er? Ja. Die war scheiße, in der Tat. Nee, die war gut. Die war besser, als sie jetzt ist. Da waren die Tasten anders belegt. Das stimmt auch wieder. Da war, ich glaube, Abkippen war noch auf Q. Abkippen war noch auf Q, da konnte man noch nicht auf die Stelle kippen. Da, das standardmäßig, nee, das ging ja nur mit das Mods. Das ging noch nicht. Ich wollte das mal umbelegen, nur irgendwie hatte der meine Umbelegung nicht genommen. Dachte ich mir auch, super, wozu belege ich das dann um? Nee, vor allem auch, das Ganze jetzt irgendwie Objekte aktivieren auf Z oder so... Ist auch neu. Auf Z-Waffen war nie was. Da könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass da was war. In keinem LS war bis jetzt auf Z irgendwas. Weiß ich auch nicht, wer sich diese Tastenbelegung überhaupt ausgedacht hat. Zum Glück haben sie beim Drescher das Rohr ausfahren auf O gelassen. Sonst wäre ja gar nichts mehr da gewesen, wo es wäre. Wo es war... Na doch, Gerät auswählen war immer auf G, ne? Ja, das stimmt. Und fahren immer auf WASD, aber gut. Die Blinker waren immer auf 1, 2, 3. Glaube ich, oder? Ja, kann sein. Übrigens, was ich jetzt gerade feststelle, ist, wenn ich die Dashboard-Seite aufhabe, kriege ich keinen Stream-Abbruch rein. Also, ich stream jetzt schon im Prinzip über fast 3 Stunden. Also, wenn man den ersten Teil vom Stream mitnimmt. Okay. Fast 3 Stunden. Und ich hatte bis jetzt wirklich noch 0 verworfene Frames. Wenn ich allein streame und hatte immer die Kanalseite offen, hatte ich so 40.000, 50.000 verworfene Frames. Oh. Das sind von den Gesamtaufnahmen Fick nur dich etwa... Fick dich doch, du Scheißfichter. Nur etwa... Dieses Scheißding fliegt wieder nicht um. Das kenne ich irgendwoher.
vom Gesamt, ja, pass von auf. Den Gesamtaufnahmen sind es aber immer nur so 20% maximal, die dann nicht gestreamt werden, die dann aber trotzdem im aufgenommenen Video landen. Deswegen nehme ich das ja auf, dass es ja im Prinzip doch noch vorhanden ist. Da kümmere ich mich erstmal um das Bäumchen hier nebenbei noch. Uah. Also ich finde den Kran irgendwie trotzdem schon cool gemacht. Vor allem, dass es ein Z-Kran ist, ist echt vorteilhaft. Weil du den Arm überstrecken kannst. Gott, wie lang ist das Ding denn? Das ist ja fett, ey. Wollen wir noch mal irgendwann eine Ausschreibung machen, dass vielleicht jemand mitmacht bei uns? Oder wollen wir das lassen, weil sich eh niemand meldet? Wir lassen es erstmal. Also erstmal lass ich's, weil... Oh krass, die Spitze ist weg. Okay, nice. Ich darf jetzt gleich noch auf die Straße fahren. Ich habe meinen LKW ja heute mal richtig, fast richtig voll. Leckfett. Mega geil, so viel Holz hatte ich in dem Ding noch nie drin. Ich komme mal kurz bei dir vorbei. Guck mal, was bei dir so abgeht. Nicht so viel. Alles, was nicht fest ist, ne? Guck, so viel Holz habe ich jetzt in der Zeit mit dem Kran aufgeladen. Ja, guck, so viel Holz habe ich in der Zeit aufgeladen. Das ist nicht viel. Nee. Also, was sagt uns das? Schneller schaffen. Nee, oder einfach nur müde. Oder das. Also ich setze an, wir machen jetzt das Holz noch fertig und dann weg. Und dann machen wir Schluss für heute. Ja. Ist ja auch schon spät. Ja. Ich will die zwei Dinge ja noch hochladen, wobei das kann ich ja morgen noch machen. Also später. Der Baum ist nämlich hier schön rausgefallen, volle Kanne auf die Straße. Der war nämlich doch höher, als ich dachte. So überraschenderweise.
Gesundheit. Oh, danke. Oh, Alter, ich raste gleich aus. Weißt du, über irgendwas muss man sich aufregen. Manchmal mit die Rundumfunzel an. Dass man sieht, dass ich hier arbeite. Also diese kleinen Stämme lassen sich nicht schön anfassen mit der Poldergabel. Nee, die ist für kleine Stämme nicht so ganz gedacht. Die Großen, die gehen richtig gut mit der. Nur wenn es halt so eng ist und du so einen riesen Traktor hast, na, ist halt auch kacke. Nee, ist nicht kacke, ist Traktor. Jetzt wollen wir es nochmal versuchen mit so einem kleinen Krüppel hier. So ein Sattelschlepper mit Heckkran hat aber auch irgendwie was. Es gibt ja auch Sattelauflieger mit so einem Heckkran drauf. Mhm. Von Biotech, wie die heißen. Biobells. Ja, meine ich doch. Wollen wir dann mal Schluss machen oder noch nicht? Ich bin gleich fertig, dann können wir beenden. Kannst du mir noch ein bisschen zugucken? Wie ich gut mit dem Kran umgehe. Dann kannst du mal meine Arbeitsweise sehen. Ne, ich lade noch meine restlichen kleinen Dinger hier auf. Ich bin nur wirklich von der Reichweite von diesem Kran beeindruckt. Na, 9 Meter oder so waren es, ne? Steht das irgendwo? Ich müsste mal gerade gucken. Forstgerät. Nee, da steht, glaube ich, an der Seite dran. Nee, das steht da nicht. Ich meine da am Kran dran. Ach so, nee, das ist nur der. Das ist der Gefahrenbereich, in dem du dich nicht aufhalten darfst. Ich glaube, ich lade die am Sägewerk mit dem Portalkran ab. Das geht schneller. Der hat mehr Greifwinkel. Der Stamm geht nicht aus der Poldergabel. Das ist dumm. Den Krüppel hier mit einmal kriegt dann hoffentlich, weil dann komme ich nämlich auch dann zu dir gefahren und lade ab mit dem großen Kran da. Dann lade ich dich gerade ab, wenn ich drin sitze. Obwohl die Steuerung vom Portalkran natürlich behindert ist, aber wen überrascht das noch? Mich nicht.
Ja, genau. Baumstamm, Fall auf die Straße. Ich komme hier niemals raus. Weil der Witz ist nämlich, der Baumstamm ist wieder länger als die Arbeits... als die Ladefläche von dem Nice. LKW. So, ich habe jetzt alle meine Holzteile aufgeladen, die ich wollte. Ach, aufgeladen und noch nicht weg. Nee, ich bin noch da. Nicht mehr lange. Na, wartest du noch kurz? Ich habe noch zwei kleine Stückchen. Ja, ich komme bei dich und gucke mir das Elend an. Alter, hab ich viel Holz drauf, das ist mega geil. Ja. Benedikt, Ja. willst du mal versuchen, die letzten beiden aufzuladen? Mit dem Es Kran? scheitert, ja, es scheitert bei mir nämlich Gerne. an Dings, an Konzentration. Gerne, kann ich gerne übernehmen. Ich probiere es aber noch mal hier jetzt. Den Krüppel, den konnte ich noch kriegen, aber den anderen wahrscheinlich nicht. Mein zweiter Bildschirm hat sich jetzt abgeschaltet, warum auch immer. Zu heiß. Nee, ich habe ihn wieder anmachen können. Ich habe irgendwie, wie viel hast denn du drauf? Oh Gott, keine Ahnung, genug. Ach du Scheiße. Komm, fahr da weg, ich lade ihn auf. Den kriege ich ja noch jetzt, den Krüppel. Geh weg. Wenn du meinst. Och man, dieses Licht, was da eben anging, hat mich so verwirrt. Schaffen wir's noch? Wenn die Muckkarre mal zufahren würde, dann schon, ja. Komm, fahr weg. Hat keinen Sinn. Sekunde. Ach, halt's Maul. Fahr da weg. Komm, auf. Das hat keinen Sinn. Geh weg da mit deinem Greifarm. Ich hab's doch, das Ding. Oh. Jetzt hat das. Wie lange nur noch? Komm, jetzt schmeiß doch den LKW um. Das wär's jetzt.
Kann ich den Traktor hier in diese Lücke, die ich da gemacht habe, reinfahren? Ja, ne? Ja. Ich räume hier morgen auf. Oder übermorgen. Ich mache jetzt hier erstmal die Spanngurte dran. Ach, das muss man ja von außen, ne? Nee. Kannst du auch so steuern. Welche Tastenkombi ist denn das? L. Muss den Container halt nur auswählen. Ja, der ist ausgewählt. Müsste vielleicht den Kranarm noch rumholen. Kann ich versuchen, dich abzuladen mit dem großen Kran, der beim Dings steht? Nein. Ich habe so das Gefühl, dass du falsch fährst. Ich bin hier vorhin auch lang gefahren. Ich hol dich eben. Bist du falsch? Nein, bin ich nicht. Nö, nee, musst ja nur rückwärts fahren, ne? So, Lumpf uns nochmal aus, ab auf die Straße. Wunderpracht. Hui! Gerade auf vier Rädern gefahren, so schräg im 45-Grad-Winkel auf der Seite. Voll geladen um Kurven fahren ist scheiße, sage ich dir. Ja, man muss ja auch manchmal erstmal man lang. Oh, ich fahr schon wieder falsch. Ich habe keine Konzentration. Benedikt? Ja. Ich lag gefallen. Ja. Und? Ich stehe wieder. Alter. Stressig. Ich habe das Ding noch nie ausprobiert da oben, ne? Echt? Echt. Echt krass. Du musst die Spanngurte abmachen. Benedikt, kannst du da oben dann mal frei machen? Könnte ich das Ding auch mal ausprobieren? Gerne. Ist der immer so langsam? Ja. Wichtig ist nur, du musst halt wirklich exakt gerade stehen, weil du bei dem den Greifer nicht drehen kannst. Als Information. Also stell dich mal etwas anders hin. Komm, mach mal frei da oben, Alter. Bitte. Kurzer Moment. Ich finde den Kran eigentlich eine geile Sache. Den hätte es im 15 auch schon geben können. Geben müssen. Gab's ja nicht, ne? Nee. Die Steuerung ist halt nur scheiße. Wie immer. Wobei, du liebst die ja so. Ja, ich komme zurück zur Plattform. Kannst du einsteigen, kannst du fertig machen. Gibt's da nicht immer zwei von? Nee. Ach du Scheiße, Alter.
rechte Maustaste Seil hoch und runter und beide Maustasten greife auf und zu. Nicht den Kran abladen. Ah, ist das schön. Ich trinke nur mal einen Schluck. Auf der Goldcrest Valley gab es zwei davon. Von den Krähen. Alter, ist das stressig. Kannst du in das Ding einsteigen? Natürlich. Wenn du rausgehst. Tschüss. Danke. Scheiße, ich bin nochmal eingestiegen. Alter, ich kann nicht mehr. Ich schlaf gleich ein. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Oh, mach mal nächstes Mal weiter oder machst du das jetzt noch fertig? Weil ich kann nicht mehr, ich schlaf gleich ein. Dann guck einfach nur noch zu, wie ich mich mit dem Kran noch ein bisschen rumärgere. Ich hätte jetzt alles beendet, am besten. Du machst das schon. Oder ich mach das in meiner Aufräumfolge. Ja. Gut, also... Zum Startpunkt, ne? Nö, hier auf dem am Sägewerk. Ich stelle mich da auf meinen LKW drauf. Toll. Ja. So. Also, dann danke an alle, die zugeschaut haben. Stefan, so erstmal was zum Futtern gemacht, ist doch erst 12:30. Ja, dann lass es dir schmecken. Ich denke, ich mache jetzt auch Schluss. Könntest du vielleicht damit mal aufhören? Ich darf Danke sagen an alle, die zugeschaut haben. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. An die YouTube-Leute. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt es, liked es, was auch immer. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Der nächste Stream kommt auch bestimmt. Wahrscheinlich später. Also quasi um, mal gucken, vielleicht so zwischen 10 und 12 Uhr. Je nachdem, wann ich wach bin. Vielleicht der Aufräumstream oder was anderes vielleicht. Vielleicht Outlast vormittags, das wäre doch was. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Also, ich darf Danke sagen und danke an dich, Felix, dass du wieder mitgemacht hast. Kein Problem. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, mein Hals beschwert sich nämlich jetzt, dass er ein bisschen, ja. Meine auch. Ein bisschen weh zu tun. Naja, gut. Also, dann danke, das war's an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.